Hi, du kennst dich doch gut mit dem Phantasialand aus, ne? Ja, warum? Ich habe gerade überlegt, wie heißt doch mal diese Holzachterbahn da? Aber es gibt doch gar keine Holzachterbahn im... Ach warte, ich weiß es wieder. Colorado hieß die. Trotzdem danke. Das war nur ein Traum. Jahrelang habe ich den Ruf der Stille gehört, die Stimme des Zweifels, die in meinem Innersten klagte. Doch heute ist der Tag gekommen, an dem ich mich den Dämonen der Allgemeinheit stelle, den Geistern, die meinen Verstand schon seit einer gefühlten Ewigkeit gequält haben. Die Erwartungen lasten schwer auf meinen Schultern wie der letzte Atemzug eines sterbenden Revolverhelden. Doch ich werde das hier ein für alle Mal klarstellen. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. In der Situation waren wir doch alle schon mal, ne? Irgendwer, der sich überhaupt nicht mit Freizeitparks auskennt, behauptet, dass Taron die schnellste Achterbahn der Welt ist, dass Black Mamba die intensivste Achterbahn der Welt ist oder der Klassiker, dass Colorado eine Holzachterbahn wäre. Heute räumen wir mal damit auf, in dieser Special-Episode von Freizeitparks erklärt, danke für 100 Abonnenten, das ist cool. Jetzt sind es, glaube ich, schon 101, wo ich dieses Video aufnehme. Wenn ich da noch eine Null hinterpacke, dann kann ich Geld damit verdienen. Nach dieser kleinen Eskapade kommen wir jetzt mal zum richtigen Thema, nämlich dass Colorado keine Holzachterbahn ist. Dieses Video könnt ihr dann gerne den Leuten schicken, die das die ganze Zeit sehr fest behaupten, wie vorhin ganz am Anfang geschrieben. Das Ganze basierte auf wahren Begebenheiten, mehr oder weniger. Also es gibt ein paar Leute in meinem Umfeld, die das immer noch felsenfest behaupten. Den kann ich dann das Video auch schicken. Wenn ihr auch solche Leute habt, dann schickt denen einfach dieses Video und dann wissen sie es besser. Hoffentlich, hoffentlich. Wir starten damit, was eine Holzachterbahn überhaupt erst zu einer Holzachterbahn macht. Das Wichtigste bei einer Holzachterbahn, sowohl die Schiene als auch die Supportstruktur, also die Stützen, sind aus Holz gemacht. Das hier ist eine klassische Holzachterbahn. Seht ihr, da ist Holz, das unterstützt die Schiene und die Schiene, hier habt ihr mal einen Querschnitt, die ist auch aus Holz und hat ein paar kleine Metallteile, damit die Räder vom Wagen da langlaufen können. Wenn alles aus Holz ist, ist es eine Holzachterbahn, ausgenommen diese kleinen Metallteile für die Räder. Die dürfen Metall sein. Sollten sie auch eigentlich auch. Und natürlich, die Schrauben und so weiter sind auch Metall, aber das ist jetzt erstmal egal. Also Supportstruktur und Schiene müssen größtenteils aus Holz gemacht sein. Eine Stahlachterbahn wiederum hat sowohl Stahlstützen als auch Stahlschienen. Das hier zum Beispiel ist auch eine Stahlachterbahn. Jetzt würdet ihr euch vielleicht denken, also die Leute, die jetzt nicht so viel darüber wissen, ja, hä? Aber das sieht genauso aus wie eine Holzachterbahn. Nein, das ist nämlich eine Stahlachterbahn von RMC oder Rocky Mountain Construction. Die haben eigentlich Hybridachterbahn gebaut. Das hier ist zum Beispiel eine Hybridachterbahn. Da ist eine Stahlschiene. Die sitzt auf einer Holzstruktur. Manchmal sind es auch, also größtenteils sind es sogenannte Conversions. Also alte Holzachterbahnen, die halt ziemlich ruckelig waren, weil das haben Holzachterbahnen nun mal so an sich. Und die Supportstruktur wird meistens größtenteils abgerissen und aufgrund der Fundamente dieser Supportstruktur wird dann eine neue Supportstruktur und ein neues Layout geplant und dann aufgebaut. Genau, das ist eine Hybrid-Achterbahn. Airy Force One ist tatsächlich von Grund auf gebaut, also es gab keine Holzachterbahn vorher und sowohl die Supportstruktur als auch die Schienen sind hier aus Stahl gemacht, auch wenn es ein bisschen so aussieht wie halt bei einer Holzachterbahn, einfach als wäre das Holz weiß angemalt. Nee, es ist Stahl. Kommen wir jetzt allerdings mal zu den richtigen Stahlachterbahnen, zum Beispiel, ja, jede im Phantasialand, Fly, Taron, Black Mamba, Wingers, alle das sind Stahlachterbahnen. Und natürlich auch Colorado. Und warum? Fragen sich jetzt vielleicht einige, die überhaupt nichts davon verstehen und die ich vorhin ein bisschen parodiert habe. Naja, dieses Holz, worauf einige sich beziehen, das sind nur thematische Elemente. Das Ganze ist nämlich ein Minetrain von der Firma Vekoma. Und hier seht ihr jetzt einen anderen Minetrain, den Vekoma gebaut hat, wo kein Holz zwischen den Schienen ist.
Da ist eine Stahlschiene und Stahlsupports. Also eine Stahlachterbahn. Aber Holz in Colorado. Was hat es damit auf sich? Es ist nichts weiter, wie gesagt, als ein thematisches Element, weil es ist ein Zug. Es ist ein Zug. Ja, was soll man dazu noch groß sagen? Hier ist Alex aus dem Schnitt, mir ist nochmal ein guter Vergleich eingefallen. Das ist in etwa so, als würde man zu Taron gehen und sagen, aha, das ist also eine Steinachterbahn. Interessant. Der Wagen berührt zu keinem Zeitpunkt der Fahrt dieses Holz. Dieses Holz hat keinen Sinn, außer, okay, es ist ein Zug. Es berührt nicht den Wagen während der Fahrt. Wenn der das machen würde, dann wäre der ganz schön am Arsch. Deswegen ist Colorado keine Holzachterbahn. Wie auch immer. Hey, wollen wir ins Phantasialand gehen und die Holzachterbahn fahren? Ah! Jede Minute sterben 2 Achterbahnenthusiasten aus Verzweiflung an der Allgemeinheit. Teile dieses Video. Helfe, diese Zahl auf 0 zu senken. Vielen Dank.